Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind jetzt wieder bei Harry Potter angelangt. Und ja, wir gehen jetzt mal hier raus, weil wir ja noch nicht einmal. Ja, wer bist du? Ben Cooper, ich bin ein Erstklässler, genau. Wie du, ich möchte mich dafür bedanken, dass Merula Snape die Stimme. Ach scheiße, war so schnell. Von wem hast du gehört? Das gehört. Ich habe von dem anderen Ende des Korridors zugesehen. Oh je, oh je, oh je. Spanner oder was? Ich bin ihr gefolgt, damit sie sich nicht an mich heranschleichen. Und ich wenigstens davon laufen kann, wenn sie mich sieht. Oh mein Gott, was bin ich schlecht im Lesen. Sie hat mich den ganzen Weg in Hogwarts erpresst. Nee, den ganzen Weg im Hogwarts Express überquält. Sie hat mich immer wieder bedroht und eine Schlammblut genannt. Oh mein Gott, ist das eine Dumme. Tut mir leid, Ben, das ist furchtbar. Merula ist bestens die beste Hexe in unserem Jahr zu sein, überzeugt. Endlich war jemand tapfer genug, ihr die ganzen aufzeigen. Mir fehlt der nötige Mut. Keine Ahnung, warum ich in Gryffindor gelandet bin. Jeder hat vor irgendwas Angst, Ben. Ich habe leider vor allem Angst. Ich stamme aus meiner Muggelfamilie und all das hier ist neu und unheimlich für mich. Ich kenne das Gefühl, stamme aus einer Zauberfamilie und habe es trotzdem schwer. Ich möchte dir wirklich helfen, Ben. Danke, Oscar, wir sehen uns. Ja, Leute, und schon fangen wir wieder an. Wir mussten jetzt im Haus Hufflepuff, da gehen wir auch gleich rein. Genau, vorab, ich werde heute Abend mit einem anderen YouTuber ein Video machen, er auf seinen Kanal hochladen und ich auf meinen Kanal hochladen, über PUBG. Ich hoffe, ihr schaltet ein, das wird heute Abend noch auf meinen Kanal kommen, denke ich mal. Kann ich noch nicht genau was zu sagen, aber denke ich mal, dass ihr da Bescheid wisst. Ich würde mich freuen über eine kleine Bewertung über das Video hier. Ich weiß, ich lese nicht gerade perfekt, aber ich hoffe, es klappt. Ja, und wir hören uns auf jeden Fall. Und ich würde sagen, es geht weiter. Haus Hufflepuff. Haus Hufflepuff. Da, jetzt mal mit dem Reden hier. Ich habe jetzt 10 Hauspunkte verloren. Du hast Hufflepuff bereits 10 Hauspunkte gekostet. Jetzt sind wir auf dem vierten Platz. Was ist passiert? So, dann gehen wir erstmal auf mich. Rang. Am Ende eines jeden Jahres erhält das Haus mit den meisten Punkten Hauspokal. Oh Mann. Sogar die Roten sind besser. Oh Mann. Bestimmt. Bestliste. Okay. So, wir reden direkt weiter. Verzeichnung, wer bist du und warum redest du mit mir überhaupt? Ich bin ein Vertrauensschüler, John Kurt. Du bist aber eine Frau, John Kurt oder so. Ein Vertrauensschüler hat die Aufgabe, für Ordnung im Haus zu sorgen und Erstklässler wie dir bei ihrem Problem zu helfen. Nach allem, was dein Bruder dem Ruf von Hufflepuff angetan hat, sollte ich dich dringend im Auge behalten. Nicht meine Schuld, es tut mir leid, ich bin nicht mein Bruder. Levelaufstieg 2, 5 Punkte. Ich weiß, dass mein Bruder Schulden gebrochen hat und dem Ansehen von Hufflepuff geschadet hat. Aber ich möchte unser Haus treu sein. Jeder macht Fehler, Oscar, aber trotzdem mache ich nicht jeden Fehler. Die Hufflepuff 10 Hauspunkte kosten. Professor Snape hat dir jedenfalls einen Brief direkt an unseren Gemeinschaftsraum geschickt. Oh, das ist schön, das lesen wir gleich mal durch. Warum hat er ihn
nicht mir geschickt. Vermutlich, weil er dich verarscht. Snape hat alle daher solltest du. Snape hasst alles, daher solltest du es nicht persönlich nehmen, aber ich würde den Brief sofort lesen. Morgen, ich habe Hinweise darauf gefunden, dass dein Zaubertrank tatsächlich manipuliert wurde. Du beweist zwar nicht deine Unschuld, wirfst jedoch Zweifel auf meinen Glauben, dass du hoffnungslos unfähig bist. Bring sie mir ein Glas eingelegter Schnecken aus dem Zaubertranklager und ich gebe ihnen vielleicht ihre Hauspunkte zurück, Snape. Am Ende des Briefes sind Wegweiser zum Zaubertranklager. Soll ich mitkommen, Oskar? Das ist das Mindeste, was ich tun kann, nachdem du mir Merula gerettet hast. Ja, von mir aus. Danke, Warden. Du kennst dich viel besser im Schloss aus als ich. Du kennst dich viel besser im Schloss aus als ich. So, es bietet uns an, die 10 verlorenen Hauspunkte zurückzugeben. Schnell. Jo, Snake sammelt an. Los. Machen wir das doch direkt mal. So, sorry für die Nachricht da oben, die hat da eigentlich nichts zu suchen. Kann ich jetzt aber nicht ändern. Laut der Anweisung ist in Snapes Brief hier das Zaubertranklager. Ich dachte immer, es befindet sich Wandteppich Korridor. Wahrscheinlich gibt es mehr als ein Lager. Ich muss ein Glas eingelegter Schnecken finden, um Snape bringen, damit 10 Hauspunkte zurückzubekommen. Ja, das werden wir jetzt wohl auch tun. Wir haben ja genug Energie, 24 von 24. Ich guck mal, ob ich das immer mal ein bisschen aufbessern kann, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Ja, auf jeden Fall werden wir die komplette Geschichte hier durchspielen und sorry nochmal wegen der Nachricht, die gehört da eigentlich nicht rein. Das Problem ist einfach, dass mir dauernd geschrieben wird und das ist halt leider so. Hier ist stockdunkel. Warum hast du die Tür geschlossen, Rowan? Das war nicht ich. Sie ist direkt mir ins Schloss gefallen und ich glaube, sie ist zugesperrt. Zauberer, ein Lichtzauber, damit wir etwas erkennen können. Das tun wir direkt. Lumos. Lumos? Das ist ja schön. Hat ja voll viel gebracht. Ja. Oh mein Gott, mein Zauberstab. Er macht Licht. Was ist das für ein Ding? Ja, frage ich mich auch. Eine tödliche Pflanze namens Teufelsschlinge. Eine Gruppe Viertklässler Slytherin hat sie mir bei meiner Ankunft gezeigt. Sie ist lichtempfindlich, wenn du wirklich eine bessere Beleuchtungszauber als ich kannst, dann sollte mir problemlos entkommen können. Merula, hast du uns hier eingesperrt? Zusammen mit einer gefälschten Brief von Snape. Ich habe dir gesagt, dass du dich warm anziehen solltest. Ich hatte mich nie für einen Versager im Zaubertanksunterricht beschuldigen sollen. Alter, was soll das denn? Jemand muss verhindern, dass du Ärger in Hogwarts machst. Und wenn es die Teufelsschlinge ist. Aber das ist natürlich jetzt miese. Meine Freundin, ehrlich, sag mal aufhören zu schreiben hier. Ah, Oskar, wir müssen hier rauskommen. Merula hat re recht damit, dass die Teufelsschlange lichtempfindlich ist. Waren sie Lumos? Aber solange ich die Tür öffne, offen und Hilfe rufe. Hilfe, wir sind hier mit der Teufelsschlinge gefangen. Hilfe. Ja. 8 Stunden, das werden wir wohl nicht schaffen. Wir haben, glaube ich, nicht genug Energie mit 24. Also hoffe ich. 1 und 5, wie soll man das denn machen?
Lumos. Lumos. Du funktioniert. Oh nein, es sind einfach zu viele. Ja, das wird doch mal wieder zu viel, glaube ich. Das kostet uns zu viel Energie. Ein Scheiß. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Anscheinend müssen wir das wohl doch noch mal auf dem nächsten Video näher. Obwohl doch nicht, guck mal. Wir haben jetzt schon wieder einen Stern. Jetzt fehlt uns nur noch ein Stern. Also machbar ist es auf jeden Fall mit 24 Energie, denke ich mal. Also muss nichts heißen, aber kann sein. Lumos, weiter so, Oscar. Ich glaube, da kommt jemand. Jo, damit haben wir alles geschafft. Hervorragend. Was geht da drinnen vor sich? Aus dem Weg. Oha. Grungel, Grungel, Hufflepuff, wegen von der Teufelsschlinge. Du machst ihr Angst. Ich mach ihr Angst. Ich glaube, die macht mir Angst. Ich hol dich da raus. Oh Mann, wir haben es geschafft. Du hast mein Leben gerettet. Vielen Dank, Mr. Ruben Hagrid. Stets zu Diensten. Ich bin der Wildhüter von Hogwarts. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Oscar Wogan. Ah, du bist der Übel, über den alle reden. Vielleicht liegt der Ärger bei dir wirklich in der Familie. Wo bist du da hingekommen? Wie bist du da hingekommen, Oscar? Die Slytherin. Erstklässlerin Merula Slytherin hat mich eingesperrt. Wirklich? Was hast du jetzt vor? Dumbledore Bescheid sagen. Vor der Klassenrat anschwätzen, Rache nehmen. Dumbledore Bescheid. Ich werde Professor Dumbledore erzählen, damit sie bestraft wird. Hast du irgendwelche Beweise? Ich habe einen gefälschten Brief von Snape, aber keine Beweise dafür, dass ich geschrieben hat, dass sie ihn geschrieben hat. Professor Dumbledore würde dir schon gerne helfen, aber ohne Beweise kann es auch nicht viel tun. An deiner Stelle würde ich in den Gemeinschaftsraum gehen und in Ruhe nachdenken. Oscar, tu nichts, was du später bereuen wirst. Und kümmere dich um deinen Umhang. Die Teufelsschlinge hat dich ganz schön erwischt. Ja, das werde ich tun. Danke, Hagrid. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das werden wir, Oscar. Und jetzt zurück in deinen Gemeinschaftsraum. Ja, Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es das heißt, dass wir das schaffen. Wir holen jetzt noch eine Energie wieder von dieser Frau, von diesem Wild. Das können wir nämlich. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr heute Abend daran teilnimmt und mein Video nochmal anguckt von PUBG. Das wird mit einem anderen YouTuber sein, der unten auch in der Videobeschreibung dann verlinkt wird. Nicht in diesem Video, sondern heute Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Morgen geht's weiter mit Harry Potter und haut da rein. Ciao.